Hi Leute, das Sanu hier. The Shadow of the Erdtree, das DLC zu Elden Ring, erscheint jetzt bald. Und ihr wisst wahrscheinlich schon, dass es so ein paar Sachen gibt, die man vorher erlegt haben muss, um in die Schattenwelt zu kommen, um das DLC überhaupt zu starten. Und wie er genau die Sachen macht, da haue ich euch Guides für in die Videobeschreibung von hier mein MMO oder so, dass ihr, falls ihr das nicht wisst, überhaupt nicht wisst oder nicht mehr wisst, ich gehe mit euch das ganz kurz durch. Ihr müsst hier auf jeden Fall in der Schloss Rotmähne mit die Story so weit vorangetrieben haben, dass Schloss Rotmähne frei ist für euch und dass ihr gegen die Sterngeißel Radahn kämpfen könnt. Ne? Das ist, der Kampf ist schon assi und je nachdem, wie weit ihr im New Game Plus seid und eventuell länger nicht mehr gespielt habt, dann sieht es bei euch genauso aus wie bei mir. Ich bin im New Game Plus 3 und ne, müsst ihn halt besiegt haben, sodass ihr Zugang habt zum Morgwyn-Palast, zur Dynastie Morgwyn, weil Mog der Blutfürst, der muss auch gekillt werden. Geil, ne? Wir befinden uns hier am Schauplatz. Hier kämpft ihr gegen ihn, ist richtig assi, der Typ. Also ich hab mit ihm mehr Probleme als mit Melania. Und ihr müsst ihn besiegen, weil ihr den Kokor hier frei haben müsst. Weil der Platz hier, den braucht ihr, das ist der quasi euer Portal in die Schattenwelt und den Start des DLCs. Bin sehr gespannt. Auf jeden Fall, ich mir gedacht, ach komm, ja, bereitest du dich gut vor und guckst, was für ein Bild du hast. Mittlerweile habe ich umgebaut. Das war danach jetzt, ne, als Vorbereitung. Aber zu dem Zeitpunkt war das Bild nicht so optimiert für New Game Plus 3 und für Mock. Der hat mit mir ziemlich auf den Boden aufgewischt, was ihr euch hier mal kurz anschauen könnt. Danach gab es aber eine Phase, in der alles relativ gut ging und der Kampf dann schlussendlich dann doch ja, gewonnen wurde. Wie? Das könnt ihr euch gerne angucken. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne ein Abo, Like da. Schaut gerne auf Twitch und bei uns um Discord vorbei. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Fight und wir sehen uns spätestens im DLC. Bye.